Hallo, hallo aus Mallorca. So, hier stehe ich jetzt an einem Aussichtspunkt in Calapi. Ja, selbes Outfit, selber Tag der Videoaufnahme wie das letzte Video in Yuc Mayo. Das heißt, heute ist immer noch der 6. Januar bei uns hier. Das Video kommt etwas später online, weil ich jetzt mal 2-3 Videos vorproduziere, um euch dann mal, ja, diese Woche, nächste Woche was zu bringen. Vielleicht kann ich auch noch was vorproduzieren, dass während wir im Urlaub sind, dann auch irgendwie einmal die Woche ein Video bekommt hier aus Mallorca, weil ihr werdet dann bestimmt was aus dem Urlaub bekommen, aus Thailand. Aber von Mallorca möchte ich euch in der Zeit auch was bringen. Vielleicht schaffe ich es noch am Sonntag was vorzuproduzieren. Oder? Ja, schauen wir einfach mal. Jetzt gerade mal heute hier ein paar Eindrücke aus der Calapi. Hier ein Ort, wo man gut mal ein Video beim Durchfahren machen kann. Man sieht hier viele so, ich würde mal sagen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, die hier über am Straßenrand stehen. Und ja, ist ein schöner Ort hier direkt an der Felsküste. Ihr habt ja vorher schon den Aussichtspunkt gesehen. Ich bin jetzt hier praktisch in der zweiten Reihe. Von hier geht es direkt in 2 Minuten vorne an die Felsküste. Auf der anderen Seite ist dann auch Valgonera, das ist so ein vorgelagertes Naturschutzgebiet. Und jetzt schaue ich mal, wie es hier in Calapi, ich fahre jetzt mal Richtung Strand, guck mal, dass ich Richtung Strand komme. Und schauen wir mal, wie es in Calapi so, wie der Strand hier im Winter so ist. Wenig los auf den Straßen, jetzt im Winter, viele Häuser wirken zu. Ein paar Leute gesehen, aber gut, ist natürlich auch hier in Calapi so, dass hier sehr viele Ferienhäuser sind, die wirklich nur im Sommer in der Saison bewohnt sind, belebt sind. Aber es ist auch ein Ort, wo einige Leute ganzjährig wohnen. Also wir kennen ein paar Leute, die hier wohnen, aber im Winter ist es natürlich auch hier relativ ruhig. Hier kommen wir jetzt mehr in die touristische Gegend von Calapi, beziehungsweise in die Gegend, wo dann auch die Restaurants sind. Hier rechts geht es zur Playa runter. Da probieren wir gleich mal runterzulaufen. Jetzt schauen wir mal nach dem Parkplatz. Und ja, hier ist dann Supermarkt. Hier ist kein Parkplatz, ist zu eng. Aber hier davor passe ich rein, genau. Jetzt wird hier mal ganz kurz eingeparkt. Und dann laufen wir mal in Richtung Strand und hoffen, dass uns der Wind keinen Strich durch die Rechnung macht, weil vom Mikrofon ist dank der Heiligen Drei Könige gestern die Batterie leer und dementsprechend gehen die Mikrofone nicht mehr, aber wir schauen jetzt mal. Ja, und hier geht es dann runter zum Strand von Calapi. Ja, und von hier habt ihr auch schon einen super schönen Blick auf die Calapi, auf den Strand von Calapi. Hier unten noch mit alten Fischerhäuschen, in denen früher die Boote waren und dann von dort direkt ins Wasser gelassen werden konnten. So sieht dann die Calapi von oben aus. Beziehungsweise nicht die Calapi, sondern der Strand an der Calapi. Nochmal da hinten diese Fischerhäuschen. Und ja, wenn mein Kumpel Olli aus Deutschland dabei wäre, der würde hier absolute Panik bekommen. Der hat nämlich Höhenangst. Schaut euch mal hier an, wie es hier runter geht, direkt hier vorne. Da ist direkt der Abhang. Da geht es auch direkt schon runter. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass das hier im Sommer ganz schön überlaufen ist. Jetzt heute, 6. Januar, natürlich mega
mache mir auf den Weg hier zurück in Richtung Strand. Hier nur sehr vorsichtig sein. Nicht, dass wir gleich auf dem Video haben, wie ich hier die Küste runterstürze. Das wäre ja dann auch nicht so prickelnd. Vor allem könnte ich es dann gar nicht mehr hochladen. Wird dann nicht mal was bringen. Schaut euch mal die Häuser da oben an, was die für einen Ausblick haben. Also selbst wenn Calapi nicht so einen richtigen großen Ortskern hat oder so einen richtigen Ort hat, also so richtig was los ist, finde ich gerade im Winter lohnt sich ein Ausflug schon alleine hier wegen dem Strand in Calapi und dem Blick. Und naja, wir haben heute den 6. Januar, wo ich die Aufnahme mache. Heißt also Heilige Drei Könige, heißt also die Spanier haben alle Feiertag. Und trotzdem seht ihr, es ist sehr, sehr ruhig. Also ein Ausflug im Winter hier an die Calapi lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr dann die Treppen zum Strand von Calapi fast hinuntergestiegen seid, fast auf Höhe des Strandes, erwartet euch dann dieser Blick hier. Hier vorne haben wir noch einen Wachturm. Guck mal, da steige ich doch gerade noch mal aus dem Auto aus und schauen wir das gerade noch mal an. Jetzt wird es im Wind kräftig, das wird man wahrscheinlich nachher schlecht hören. Da wird wahrscheinlich der Wind zu stark sein. So, mal schauen. Das ist dann praktisch. Hier hinten war dann der Strand, an dem wir gerade waren. Und hier geht es dann aus offenem Meer raus. Da ist ein alter Wachturm. Und hier die großen Weiten des Mittelmeers. Und wie gesagt, Mikrofone sind alle. Ja, vielen Dank für alle, die dieses Video von Calapi von uns angeschaut haben. Wie immer, die Bitte bleibt uns gewogen, abonniert uns und ja, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick vom Cat Gourmet. Tschüss, ciao. Verabschiedet hatte ich mich ja eben schon von euch. Jetzt geht es noch kurz hier zurück und raus aus Calapi. Falls die Verabschiedung gerade zu leise war, weil zu viel Wind war, nochmal die Verabschiedung von mir. Danke an alle, die dieses Video gesehen haben und lasst es euch gut gehen. Und dasselbe, was ich vorher schon sagte, vielleicht hört man es jetzt auch zweimal, aber doppelt hält besser. Lasst es euch gut gehen, abonniert uns, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Cat Gourmet. Tschüss, ciao.